Freunde, herzlich willkommen. Ich bin jetzt gerade hier auf griefergames.net. Kurze Information, denkt dran, momentan müsste noch der Cyber Sale sein. Der geht nur noch dieses Wochenende, danach ist der Cyber Sale raus, dann kommt erst der nächste Sale irgendwann später. Wenn ihr also noch einen Rang kaufen wollt, macht das jetzt. Aber ich bin hier gerade bei einem GS vom, ich weiß gar nicht, also es ist ein Spieler, der wurde sehr oft reported, vom Tadeo. Und zwar haben viele gesagt, der Typ ist so reich, er hat doch hier irgendwie so einen Beacon-Rand wieder, obwohl er nur Spieler ist, glaube ich. Ja, er ist nur Spieler. Der verkauft nämlich Dracheneier an und fair und Beacons auch, verkauft er auch an und fair. Ja, und da werde ich heute mal probieren oder schauen, ob das eben ein Scammer ist oder nicht, Freunde. Aber ich muss ehrlich sagen, der hat irgendwie so ein richtiges Kackhaus, muss ich ehrlich sagen. Er hat ein richtig einfaches Haus, hat aber hier so, also er hat den Beacon-Rand halt und er hat richtig viele Beacons und richtig viele Dracheneier. Bin ich mal sehr, sehr gespannt drauf. Ich würde sagen, ich gehe einfach mal runter. Ich schreibe einfach mal an, Tadeo. Hey. Ich möchte ein Drachenei kaufen. So, ich bin gespannt, ob das heute wieder ein Scammer wird, oder nicht, Freunde? Guten Tag, der Herr, die Dame. Was kostet ein Drachenei? Wie viel Geld habe ich mir denn eigentlich gecheatet hier auf dem zweiten Account? Ich habe 12.000 hier auf dem Account. Sehr interessant. Ich bin gespannt, was der verlangt für ein Drachenei. Ihr seht ja, der hat auf jeden Fall hat der Drachenei ja eben auch da. Hat er hier draußen ja ausgestellt, wahrscheinlich zu Werbungszwecken oder so. Wie viel bietest du denn? Also ich sag mal, so ein normaler Preis für ein Drachenei, ich glaube 1.000 Dollar wären okay. Ich sag mal 1.000 Dollar. Bin gespannt, ob wir das Drachenei bekommen. Aber wie gesagt, der wurde gemeldet als Scammer relativ oft jetzt schon. Ich bin halt gespannt, was jetzt. Wie wäre es mit 1200? Die gibt's aber woanders billiger. 1050. Ich biete mal nur 1050 an. Mal sehen, ob er dazu ja sagt. Oh, das wusste ich nicht, sorry. Kann man machen. Okay, er macht 1050. Gut, dann würde ich sagen, wir fackeln gar nicht groß lange. Der scheint sich auch irgendwie gar nicht für uns zu interessieren. Der baut hier einfach sein Haus weiter um. Ich zahle ihm jetzt mal 1050 Dollar und bin gespannt, ob wir den Drachenei bekommen. Oder ob wir jetzt mal wieder, wie so oft, über den Tisch gezogen werden. Denn es gibt leider mittlerweile eine richtige Scammer-Army auf Griefer Games. Und die versuchen wir ja Stück für Stück in unseren Videos zu bekämpfen. Wobei ich fürchte, dass auch viele dadurch erst gerade anfangen mit dem Scam. Hallo, kriege ich jetzt meine Sachen? Der baut hier einfach weiter sein Haus. Hallo, ich hätte gern mein... Hallo? Der baut einfach weiter das hier ab, was ist los mit dem? Hä? Hä? Ich will mein Drachenei haben. Tadeo? Gib mir jetzt meine Dracheneier. Alter, was ist los mit dem? Ich hab den bezahlt. Ich hab doch... denn wirklich bezahlt hier, Mann? Ich hab auf jeden Fall gerade 1050 bezahlt für ein Drachenei. Oh, du hast schon bezahlt. Ja, ich habe bezahlt. Das wirkt gerade so, als würde er uns scammen, Freunde. Ja, habe ich. Denn es wirkt schon wieder, als würde er hier irgendwelches Geld veruntreuen wollen, ich sag's dir. Ah, warte, ich gucke. Prüft jetzt anscheinend seinen Kontostand. Ups, schreibt er. Stimmt ja. Okay, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Sorry, nicht gesehen. Mal sehen, was wir jetzt kriegen. Ob der uns jetzt einen Stein... Oh, Holz! Er hat ein Drachenei, okay. Jetzt haben wir ein Drachenei bekommen. Kriegen wir es auch? Kriegen wir es auch? Hallo, Drachenei. Komm, komm. Ich habe ein Drachenei. Und der baut weiter in seinem Haus. Das heißt, ich kann jetzt gehen, ne? Ja, gut. Das heißt, wir wurden... Hat alles geklappt, schreibt er auch noch. Ja. Gut, Freunde, das ist dann wohl ein Fall, wo wir eben... Ja, einen typischen Fall haben, wo jemand nicht gescammt hat. Ich überlege gerade. Also, Freunde, ganz kurz. Es ist oft eine Situation, dass ich... Ich mache ja diese Scammer-Videos, wisst ihr? Und es ist oft so, dass auch Leute einfach mal nicht scammen und die schneide ich meistens raus. Ich würde sagen, in dieser Folge schneide ich das einfach mal so davor vors Video. Es gibt auch eine Menge Leute, die eben nicht scammen. Der hier wurde gemeldet wegen seinem Beacon-Rand. Das Grund und Grundstück kann man halt einfach auch kaufen von einem... Griefer zum Beispiel kann man die relativ günstig kaufen. Und der hat anscheinend einfach nur ein ziemlich, ja, doofes Haus. Ich frage ihn mal... wie heißt er denn? Tadeo. Warum sieht dein Haus eigentlich so unschön aus? Fragen wir das doch einfach mal, weil das ist halt so ein typischer Fall. Man denkt so, Beaconrand, okay, er hat ja noch Beacons vom Haus stehen, er verkauft Beacons und hat so ein richtiges Gammelhaus. Das passt irgendwie nicht zusammen. Man denkt dann, der muss doch betrügen. Aber er hat uns eben nicht betrogen. Das ist ein typischer Fall, wo einer nicht scammt, der schreibt jetzt wieso. Ich sag einfach mal, ja, pff, nur so, nur so. Und ich würde sagen,
Ach, er schreibt einfach, es ist ihm nicht so wichtig. Ach so. Okay, das ist wohl jemand, dem ist einfach so quasi ein tolles Haus nicht so wichtig. Er kann nicht gut bauen, darum ist es ja egal. Ja, interessanter Deo. Okay, cool. Oder möchtest du helfen? Ne, ich möchte nicht helfen, danke. Wir werden jetzt zum nächsten Scammer gehen, aber das war eben, ja, kein Scammer, das war ein Fail-Report. Das gibt's öfter mal, tatsächlich gar nicht so oft, wie man denkt. Die meisten Leute scammen halt wirklich, die reported werden. Aber Thaddeo scammt nicht. Grüße an der Stelle an dich, Thaddeo. Viel Spaß auch mit deinem Shop. Und ja, ich hoffe mal, das ist auch die Regel, dass du wirklich keinen scammst hier, sondern dass ja, du das jetzt nicht nur bei mir machst, sondern dass der generell halt jemand ist, der nicht scammt. Wir werden weiter die Scammer-Army bekämpfen, Freunde. Schreibt in die Kommentare, seid ihr in der Scammer-Army oder in der Abge-Army? Jetzt machen wir einen kurzen Schnitt. Ich wackel wieder mit dem Bildschirm und dann sind wir gleich beim nächsten Scammer-Haus. Bis gleich. Da sind wir auch schon beim nächsten Haus, meine Damen und Herren. Da oben rennt nämlich der Elo, Stevie Elo rum, dem gehört das ganze Ding hier und der soll angeblich scammen. Ich habe ja auch gerade schon mal geschaut, hier vorne steht nämlich folgendes: Leuchtfeuer 500 Dollar, Drachenei billig 400 Dollar. Ist natürlich ein echt günstiger Preis, also richtig, richtig günstig. Ja, ich würde sagen, ich muss ja irgendwie gucken, dass der jetzt hier auf mich aufmerksam wird. Ich gehe einfach mal kurz hoch. Hallo, was gibt's hier? Das ist auch komplett leer hier alles. Das ist schon wieder so ein Zeichen, wisst ihr, wenn Leute nicht so ein krasses Haus haben. Und das ist nur so. Warum stehen da so viele Namen? Ich schreib den mal an. Hello Stevie. Ey, der. Oh, der PvP ist hier an. Okay. Oh, ich frage ihn einfach mal, Hello Stevie. Ich möchte ein. Nicht. Nee, diesmal kaufe ich einen Beacon. Ich möchte einen Beacon kaufen. So. Beacon kostet ja, soweit ich weiß, hier vorne steht's ja, kostet ja gar nicht viel. Es kostet ja nur 500 Dollar, ein Leuchtfeuer. Ich würde sagen, da kaufe ich einfach mal alle vier Beacons. So, wir kaufen mal alle vier Beacons, mal gucken, ob das klappt. Ich brauche vier Stück für 2000 Dollar. Das müsste ja eigentlich gehen. Jetzt bin ich gespannt, was kommt vom Elo Stevie. Hey, wie viel gebst du? Ja, Elo Stevie. Ich gebe dir 2000 Dollar. So. Hättest zu wenig, Mann. Hier steht doch 500 Dollar für ein Leuchtfeuer. Hä? Warte mal, ich frage das mal. Was kostet ein Leuchtfeuer? Kann er nicht rechnen, oder was ist los mit dem? Hä? Weil ein Leuchtfeuer kostet ja 500 Dollar. Und dann kosten ja vier Stück. Ja, er schreibt 500 Dollar für ein Leuchtfeuer. Hä? Was? Leute, er hat mich ange... Ach Gott, ist das ein Arsch. Was kosten dann vier Stück? Ich bin mal gespannt, was jetzt vier kosten. Ob das irgendwie so ist, dass man, wenn man vier Stück kauft, jetzt irgendwie da 3000, hä? Gut, dann kaufe ich halt nur einen. Dann kaufe ich einen Beacon für 500 Dollar. Hey, was ist denn los mit dem? Was hat er hier für Spastiken oder so? Alter! Auch der hat oben so eine Wand gemacht, da stand Namen dran. Ich habe da eine böse Vorahnung. Falls ihr auch eine böse Vorahnung habt, ne, dann lasst es mich mal in den Kommentaren wissen. Weil dann seid ihr vielleicht auch schon einer der erfahrenen Scammer-Sucher, die vielleicht schon mehr zugucken. Ja, ich kann mir gut vor. Dann zahl. Gut. Ich zahle im Elo Stevie. Ja, ich sag mal, ich möchte zuerst die Ware haben. Zuerst die Ware. Dass er zumindest die Ware schon mal irgendwie ins Inventar holt, weil ich glaube, man kann ihn ja schlagen. Er konnte uns ja auch gerade. Ich glaube, er hat uns angezündet, deswegen müssen wir ihn schlagen können. Halt dein Maul, Mann! Denkst du, ich bin behindert? Was? Was? Wie redest du mit mir? Erst zahlen? Dann Ware. Und zwar Ware schreibt er mit H. Ware schreibt man ohne H, Freunde. Alter, ist der heftig, der Typ. Gut, wisst ihr was? Ich bezahle jetzt. Ich bezahle jetzt. Ich bin mir schon sehr sicher, was jetzt kommt. So, Pay Elo Stevie 500 Dollar. Bupp. Wird bezahlt. Heul nicht rum und gib Geld. Alter, sogar Geld schreibt er falsch. Ich glaube, der war nicht in der Schule. Ich glaube, der war nicht in der Schule, Freunde. So. Welche willst Elustivi? Den hier vorne. Den hier vorne hätte ich gerne. Den Leuchtfeuerblock. Ja, baue mir ihn ab. Genau, hol ihn mir. Ja. Aua. Hä? Weg. Gut, dann gehe ich halt. Warum soll ich denn weggehen? Das ist doch mein Block. Das ist doch mein Block, hä? Okay, ich habe ihn nicht bekommen.
Dann, jetzt muss ich mitkommen, okay. Also er hat den Block schon mal abgebaut, das ist ein gutes Zeichen. Vielleicht ist er ja auch einfach nur unfreundlich. Dann, ja, dann ist er halt unfreundlich. Da wäre es nicht so schlimm, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier wirklich ein normaler Shopbetreiber ist. Da hätte ja ein Shop überhaupt gar keinen Erfolg. Und jetzt? Habe ich eine gute Rüstung? Ich habe nur eine Eisenrüstung. Jetzt schreibt er mich. Nein, er schreibt jetzt nicht meinen Namen an die Tafel. Gabitole. Oha, er schreibt meinen Namen an die Tafel. Er greift mich an. Alter. Ja, ich wusste es, Freunde. Ich dachte erst, es ist vielleicht doch eine Shopwand, wo er quasi seine Kunden aufschreibt. So eine Art beste Kundenliste. Aber nein, es war einfach eine Liste. Es war einfach eine Liste von Leuten, die er abgezogen hat. Es war eine Scammerwand. Und dann würde ich sagen, wir gehen nochmal zu dem Grundstück. Das müsste Grundstück 2 sein vom Elo Stevie. Warte mal, ist es Grundstück 3 vielleicht oder ist es Grundstück 1? Warte, ich guck mal, Grundstück 1. Ah, es ist Grundstück 1. Und der hat noch geschrieben, nice, sogar noch ein Drachenei. Danke dafür, Opfer. Du weißt aber schon, dass Scammen echt gemein ist. Oh, ist, oder? So, schon was kommt. Er hat einfach zugebaut, Alter. Jetzt kann ich hier nicht mal mehr rein. Ich kann jetzt nicht mal mehr rein. Und das hier ist ja wohl der größte Beschiss. Du bist echt scheiße dumm, oder? Missge. Ich bin scheiße dumm und du schreibst Missgeburt mit D. Da schreibt man Missgeburt mit T. Verbiss dich jetzt, schreibst du auch noch. Alter. Elo Stevie. Du schreibst ständig die einfachsten Sachen falsch und bist unfreundlich. Was gemein. Halt die Fresse und geh zu deiner Mama lutschen. Alter. Also ich habe ja nichts gegen Leute, die noch nicht so eine gute Rechtschreibung haben. Es gibt ja, glaube ich, auch Legastheniker, die können da auch gar nicht so viel für. Aber der Typ hier ist, glaube ich, nicht Legastheniker oder so. Der ist einfach nicht so oft in der Schule oder schlecht erzogen. Weil der ist einfach nur unfreundlich. Jetzt schreibt er auch noch, Lululu, ja klar, ja klar. Oha, oha. Soll ich abgeholen? Fragen. Oh, er schreibt jetzt, ich bin abge und darf scammen, ist für ein Video, also geh bitte. Nein, er gibt sich sogar noch für mich aus. Digga, ist das sein Er, ist das sein Ernst? Ich bin abgepasst, also. Nein, ich bin abge. Und jetzt verpiss dich bitte, sonst muss ich dich bannen. Ja, probier mal mich zu bannen, du Betrüger. Alles klar. Alles klar. Halt dein dummes. Okay, jetzt reicht's mir, Freunde. Hier machen wir ein schwarzes Bild drüber. Jetzt kommen nämlich Wörter, die ich nicht vorlesen möchte im Video. Sonst ist das hier nicht mehr werbefreundlich. Und das ist dann auch nicht mehr irgendwie YouTube-freundlich. Jetzt schreibt er noch Bye-bye, du Bob. Wir werden jetzt kurz den Account switchen. Und werden auf jeden Fall hier einen dicken Community-Grief machen. Hier gibt es ja immerhin vier Beacons und ein Drachenei. Und noch das Drachenei, was ich da vorne eben verloren habe, gibt es eben zu griefen. Freunde, bis gleich. Und da sind wir wieder. Da sind wir wieder, Freunde. Ich zeig mich mal. Und lauf einfach mal jetzt dick in den Shop rein. Hallo, hallo, Elust. Hallo, der sieht mich einfach nicht. Der sieht mich einfach. Hä, warum? Was macht der denn jetzt hier? Das ist irgendwie nicht sinnvoll, oder? So, er macht das Haus schöner. Hallo. Du bist also abge. Ja klar, er zündet mich an, hä? Du bist also abge, Elustivi. Dann erklär mir das doch jetzt mal. Das hätte ich doch gerne mal erklärt. Ey, du Hacker. Du hast dich gerade für mich ausgegeben. Du hast dich gerade für mich ausgegeben, Elustivi. Das macht man nicht. Das ist ganz böse, deswegen werde ich dich jetzt umbringen. So. Zack. Und da sind auch schon die ganzen Items. Das hier vorne können wir uns auch noch kurz holen. Upsala, zack, zack, zack. Dann haben wir hier die Sachen auch noch. Und wo ist denn unser Drachenei? Warte mal, das Drachenei ist nicht da. Das Drachenei ist nicht da. Der hat irgendwo noch unser Drachenei, was wir da hatten. Ach, hier vorne steht's. Er hat's hingesetzt. Ah, hier ist das Drachenei. Okay. Super, dann würde ich sagen, erstmal nehmen wir uns das Grundstück hier und wir starten jetzt einen Community Grief. Bereit für einen Community Grief. So. Und wir sagen, alle können herkommen, alle können. Oh, ich muss dringend PvP ausmachen, bevor wieder Leute umgebracht werden. Zack, PvP aus. Ist, glaube ich, keiner gestorben. Und der gute Mann hier, der wird wahrscheinlich hoffentlich seinen Fehler jetzt einsehen. Wahrscheinlich werde ich auch noch gleich beleidigt, wie das so typisch ist bei solchen Leuten. Leider ist der Chat jetzt so schnell, dass ich nicht mehr alles lesen kann. Ich würde sagen, wir starten einfach direkt den Community Grief. Leute, gönnt euch ein Beacon, gönnt euch das Ganze. Ganz kurz, wir müssen mal kurz hoch zur Scammer-Tafel. Er hat ja hier eine Scammer-Tafel gebaut. Hier oben gibt es noch Eisenblöcke, cool. Und zwar Mr. Bombastic und so weiter. Die werden jetzt alle mal ganz kurz rausgeschmissen. So.
Und ich hoffe, falls ihr von ihm gescampt würdet, gerade die Leute, die an der Tafel hier standen, ihr habt jetzt eure Rache hier an der Stelle. Ihr könnt jetzt euch sicher sein, dass der eben fair bestraft wurde, indem er alles, was er hat, eben verliert. Und ich würde sagen, wir starten das Ganze mal, indem wir jetzt alle trusten. Viel Spaß, meine Damen und Herren. Gönnt euch das ganze Zeug. Wow, man hört einfach, wie alle Truhen aufgehen. Ich bin mal gespannt da vorne, wer die Beacons bekommen hat. Das Drachenei ist ja immer noch frei, wisst ihr? Hier, die Beacons werden gerade abgebaut. Das Drachenei ist noch frei, das kann man theoretisch noch bekommen. Bin gespannt. Oh, das, einer hat drauf geklickt, das heißt, es wurde jetzt irgendwo anders hin teleportiert. Irgendwo in diesem Gebäude ist jetzt ein Drachenei. Da ist es wieder. Oh, einer hat es für sich alleine. Man muss aber unter den Drachen eine Fackel setzen. Das kann ich euch mal zeigen. Ich kann euch das mal zeigen gleich. Aber man kann es nicht einfach abbauen. Wisst ihr, wenn man da darauf rennt und da quasi da dagegen haut oder das versucht abzubauen, dann wird es einfach nur wegteleportiert irgendwo anders aufs Grundstück. Also unter Drachenei muss man einfach immer so eine Fackel setzen. Zum Beispiel, es würde halt so gehen, indem ich das jetzt abbaue. Jetzt mache ich das hier weg. Und dann müsste das halt runterfallen auf... Das hätte jetzt nicht geklappt mit der Fackel. Warte, ich zeige euch das einfach mal in neuem Drachenei. Ich gebe mir gerade einfach mal ein Drachenei rein. Ich zeige euch das mal, weil viele wissen das ja gar nicht, die jetzt hier was abbauen. Indem ich mir jetzt ein neues Drachenei nehme, zack. Und wir setzen das jetzt einfach mal kurz hier oben in die Luft. So, das lassen wir einfach mal runterdroppen, würde ich sagen. Als kleine, ja, als kleines Gadget. Kommt hier ein Drachenei hin, so. Und hier drunter müssen wir jetzt eine Fackel platzieren. So, nehmen wir eine Fackel, ups. Und die setzen wir jetzt dahin. Wenn ich es jetzt abbaue, fällt das Drachenei runter auf die Fackel. Und ihr habt gesehen, es ist gerade gedroppt. So funktioniert es mit Drachenei, wenn ihr nicht abbauen wollt. Ich würde sagen, ich droppe jetzt nochmal kurz die ganzen Items von den Typen einfach raus. Plus nochmal so ein Wizard-Skelett-Schädel. Viel Spaß mit den Sachen, meine Damen und Herren. Wie gesagt, es gibt nicht nur Scammer auf dem Server. Oh nein, ich hätte fast ein Stack Dracheneier gedroppt. Oh Gott, die muss ich schnell entfernen. Weg damit. So, es gibt nicht nur Scammer auf dem Server. Es gibt auch normale Shop-Betreiber, habt ihr ja gesehen. Das schneide ich nur meistens raus. Wenn ihr wollt, dass ich das öfter reinschneide, schreibt es in die Kommentare. Gebt unbedingt den Daumen nach oben dafür. Habt noch einen sehr schönen Tag. Haut rein. Bis dann. Und denkt bitte auch an den Cyber Sale. Wie gesagt, der geht nicht mehr lange. Ist jetzt die Woche noch drin. Checkt mal shop.weavergames.net ab. Haut rein. Bis dann. Und ciao.